Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Claudias Cosmic Card News. Mein Name ist Claudia und heute geht es um die Mittwochsbotschaft. Also, was ist hier so für eine Energie im Feld für uns alle im Kollektiv am 8. Februar 2023? Hochspannende Zeit, immer noch, hört gar nicht auf. Und ja, also wollen wir doch einfach mal schauen, was hier so los ist. Und die Karten, die ich verwende, die habe ich wie immer unten in der Videobeschreibung. Kannst du dir gerne anschauen, wenn du magst. Habe ich auch Videos drüber. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, ne? Also, ich schaue mal. Ich will mal so allgemein wissen und mal gucken, was ich hier mir noch sonst dazu baue an Karten, was da noch mit zukommt. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich möchte es relativ schmal halten heute. Also schauen wir mal. Kurz und prägnant, ne? War doch so. Also, okay, was haben wir hier für Energien im Feld heute? Da haben wir schon mal die erste Karte, die rauskommt. Das sind die sieben Schwerter. Die sieben Schwerter ist für mich immer ein Hinweis auf Authentizität, ehrlich sein. Auch natürlich, dass man in einer Situation unter Umständen steckt, wo man gerade nicht so richtig weiß, wie man da rauskommt. Und dann ist immer die Frage, die Wahl der Mittel. Ne? Und viele sagen ja, ach, naja, wenn ich so ein bisschen lüge, macht das doch gar nichts. Hauptsache, das gibt nicht so riesige Konsequenzen. Und das ist tatsächlich relativ kurz gedacht. Das ist natürlich so das normale Ding, weil das Ego und der Verstand, die wollen schnell aus einer Nummer rauskommen, wo sie sich gerade nicht so wohl fühlen. Aber, oder es ist Zeit, jetzt etwas zu verändern, aber ich weiß nicht so richtig wie. Und dann kommt der Verstand natürlich mit allen möglichen Vorschlägen, wie das zu bewerkstelligen ist. Und grundsätzlich geht es ja immer darum, geht es ja immer um Schmerzvermeidung, ne? Also dass die Konsequenzen, die einem da möglicherweise drohen, die der Verstand einem erzählt, die da sein könnten, dass die natürlich möglichst ja, gering sind oder Schadensbegrenzung oder am besten gar nicht. Ja, also das ist so ein bisschen dieses Ding von, wenn du das so machst, natürlich Vogel-Strauß-Politik, Kopf in Sand und man sieht mich nicht, aber so ist es natürlich nicht, weil die Energie heißt Unaufrichtigkeit. Diese Energie hat eine bestimmte Schwingung, die du aussendest und die natürlich zu dir zurückkommt. Also grundsätzlich ist Lügen niemals eine gute Idee und eben auch deshalb, weil wir uns die Konsequenzen selber einhandeln. Denn auch wenn wir unsere Gedanken nicht aussprechen, heißt es nicht, dass sie keine Wirkung haben. Sie tun es auf jeden Fall. Jeder Gedanke hat eine Wirkung, denn das ist sein Job. Es geht um Energie und Energie kann niemals wirkungslos bleiben. Auch wenn wir nicht immer die Auswirkungen sofort spüren, sondern das also zeitverzögert kommt. Wichtig ist wirklich, dass wir für uns, in unserer Mitte sind und stimmig sind und wirklich sagen, okay, egal was letzten Endes, wirklich egal, was letzten Endes im Außen bei rauskommt, wenn sich der Weg A nicht mehr stimmig für mich anfühlt, dafür aber Weg B, dann wäre es das Allerbeste, wirklich, das ist die Abkürzung, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, Weg B zu wählen, weil wenn ich stimmig aus mir heraus handle und agiere, dann ist natürlich auch klar, dass auch nur stimmig und ja und gut und ja angenehm letztendlich da was dann im Außen für mich sich auch nachher zeigt. Also wie ich reinrufe in den Wald, so schallt es auch heraus und hier haben wir schon die nächste Karte, das sind die neuen Münzen. Also genauso ist das, wenn du, ja, was bedeutet die Karte, ne? Neun Münzen ist im Grunde die Ernte. Also ich ernte, was ich sähe. Und das ist eine sehr reiche Ernte, das ist eine sehr, sehr positive Karte. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir hier wirklich schauen, dass wir authentisch sind, dass wir uns bewusst machen, wo bin ich vielleicht noch nicht ganz ehrlich mit mir selbst, wo mache ich mir selber etwas vor. Das Ding ist ja nicht, dass hier jeder, der sagt, oh, ich habe hier nicht so nach meiner Mitte gehandelt, dass hier jeder bösartig wäre oder so, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, ist das mit mir stimmig, ist es nicht. Und wenn es mit mir stimmig ist, dann kann ich auch eine reichhaltige Ernte erwarten. Also, wenn du jetzt in einer Situation bist, die vielleicht ein bisschen kompliziert ist und wo du sagst, ich weiß nicht so richtig, also es ist immer für den Verstand nur kompliziert. Ich hoffe, das ist klar. Fürs Herz ist es nie kompliziert. Da zählt nur, ist es Liebe oder ist es nicht Liebe? Wenn es nicht Liebe ist, ist es Angst. Okay, gut, alles klar. Dann weitere Entscheidungen treffen, bitte. Also wenn die Situation, in der du bist, welche auch immer das sein mag, die heute vielleicht noch auf dich zukommt oder jetzt die nächsten Tage oder du steckst bereits mittendrin. Also da geht es wirklich darum, nicht die Schwerter aus dem feindlichen Lager zu klauen, um dann zu schauen, wie man da ungesehen mit davonkommt.
Das ist eher die suboptimale Energie, sondern dass man schaut, okay, hier ist eine Situation, da ist ein Bedarf auf Klärung von Erkenntnis. Ich habe die Erkenntnis, dass es meinetwegen so nicht weitergehen kann. Oder ich habe die Erkenntnis, dass mein bisheriges Denken mich ja immer nur dahin geführt hat, wo ich eh schon immer war. Also muss ich mal neu denken, neue Perspektive einnehmen, um auch eine reiche Ernte zu erfahren. Also vielleicht hast du aufgrund deiner früheren Entscheidungen heute tatsächlich auch so etwas wie Ernte. Ne? Und möglicherweise ist es so, dass diese Situation, aus der du dann vielleicht heute rauskommst oder rausgehst oder dich entscheidest, rausgehen zu wollen, dir plötzlich ganz neue Perspektiven eröffnet und dann kommt, was weiß ich, in der einen Sekunde entscheidest du dich, die alte Situation nicht mehr so weiterzumachen, auch damit nicht weiter so zu denken. Und in der nächsten Situation kriegst du einen Anruf und dann kommt plötzlich ein Angebot. Das wäre eine Variante. Ich will aber noch mal weiter gucken. Also die Ernte spricht natürlich nicht von Angeboten, aber du erntest, was du säst. Und das ist hier auch noch mal ein Hinweis wegen Authentizität und so weiter. Ne? Also wer sich selber immer noch was vormacht, das alte Spiel würde so weiterlaufen, der ist leider ziemlich schief gewickelt. Aber wenn du das, also der bekommt dann auch die Ernte. Und wenn du aber sagst, nee, Moment, ich möchte doch für mich ein wunderschönes Leben haben, dann muss ich das natürlich auch säen. Und das schaffe ich nicht durch Zweifel, Pessimismus und negative Denkstrukturen. Das geht nicht. Also da geht es nochmal hin, was möchte ich in meinem Leben sehen? Und wir haben hier die neun Kelche. Ist das nicht schön? Neun Kelche und neun Münzen. Das heißt, da ist es im Innen. Kelche sind ja Gefühl. Und die Münzen stehen mehr für das Außen. Also da ist im Innen wie im Außen oder umgekehrt im Außen wie im Innen, in diesem Fall wegen der Reihenfolge, eine reiche Ernte zu erwarten. Also so wie sich das jetzt für mich darstellt, habe ich das Gefühl, eine Situation wird sich klären. Es wird Klarheit geschaffen. Es ist bisher nicht klar. Es ist bisher auch nicht ehrlich. Es ist bisher nicht authentisch. Also es ist ganz wichtig, dass da irgendetwas passiert, um letztendlich den Weg frei zu machen für die Ernte. Also für die innere Erfüllung und dann natürlich auch für die äußere Erfüllung. Auch wenn das hier die Karten andersrum darstellen, es ist natürlich so, dass aufgrund der geistigen Gesetze der Weg immer von innen nach außen geht und niemals umgekehrt. Also du musst selbst etwas im Innen verändern und sei es, dass du sagst in deinem stillen Kämmerlein, nee, das, ich entscheide mich da anders, das möchte ich doch so gar nicht mehr. Und dann kommt tatsächlich auch etwas im Außen, das heißt, du hast dann, also was dem entspricht, das heißt, du hast dann im Vorwege schon genau die Samen gesät, die dann aufgehen. Es ist uns nicht immer bewusst, dass es so läuft, aber es läuft so, das ist einfach so, weil, könnte ich jetzt noch lange ausführen, also letzten Endes gibt es noch nicht mal ein Innen und ein Außen, aber es ist tatsächlich so, dass man das halt besser für den Verstand natürlich so erklären kann. Eine Karte hätte ich jetzt gerne noch hier für heute, also spannend. Also, eine Karte hätte ich jetzt gerne noch hier für die innere Meisterschaft, hätte ich versprochen. Oh, wunderbar. Das Ass der Stäbe. Also, es geht wirklich darum, diese unehrlichen, sich selbst vormachenden, selbstbetrügerischen Gedanken, Überzeugungen, was weiß ich, loszulassen und damit auch das, was im Außen das repräsentiert natürlich. Das kann total der falsche Arbeitsplatz sein. Das kann die mittlerweile sich erfüllte Beziehung zeigen. Das kann alles Mögliche sein. Das können wirklich alte Kamellen sein, die du immer noch mit dir rumgetragen hast und du sagst, nee, heute, jetzt Ende, jetzt entscheide ich mich, jetzt bringe ich da Klarheit rein, weil ich will nämlich diese schöne Ernte haben. Und das Schöne ist, das Ass der Stäbe ist das Potenzial. Das Asse sind immer das uns innewohnende Potenzial. Also nicht irgendetwas im Außen, sondern genau, es spiegelt jetzt genau das wider, was ich gesagt habe. Es geht von innen nach außen. Also dein Potenzial, was dir hier aus dem Himmel gereicht wird. Und das Feuerass ist, also Stäbe stehen ja für das Feuerelement, also Widder, Löwe, Schütze, Energie. Das ist dein dir innewohnendes Potenzial, was entdeckt und entfaltet werden möchte, um alles zu manifestieren, was du möchtest. Und ich liebe dieses Ass sehr, weil es wirklich in der klassischen Bedeutung heißt, jetzt kannst du alles manifestieren. Alles, alles, was du möchtest. Und egal, es ist wirklich egal, ob es dein Haus, dein Auto, dein Porsche, dein irgendwas ist, Ferrari, kann ich noch ein paar Automarken nennen, Mercedes oder so, ist hier keine Schleichwerbung. Oder was auch immer, dein Traumberuf, deine Berufung, dein Traum. Leben, was auch immer. Also etwas, was im Innen so viel Feuer hat, so viel Leidenschaft und was dann auch im Außen sich präsentieren und zeigen darf. Und das geht natürlich nur über
Klarheit, innere Klarheit und Entschiedenheit und ganz klare Ausrichtung zu dem hin, was ich denn in meinem Leben im Außen nachher auch sehen möchte. Und dafür muss ich mich entscheiden für das Ziel. Ich muss mich immer für das Ergebnis entscheiden. Nicht, der Weg kommt dann von alleine. Aber da kommen immer noch so ein paar Sachen, die passieren können, auch die im ersten Moment vielleicht dann auch nicht so toll aussehen. Aber wenn du dein Ziel im Auge behältst, das schöne Leben, das, was dir Freude macht, die erfüllte Beziehung, die erfüllte Berufung, was auch immer, fühl dich in diese Situation rein, fühl dich in das Ziel rein und dann lass das Leben machen. Und auch wenn die Dinge manchmal nicht so im Außen dann so scheinen, als würde es in die Richtung gehen, bleib dabei, bleib unbeirrbar dran. Das ist der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Ja, und zwischendurch können dann immer Sachen über den Weg laufen, wo man sagt, okay, da muss ich noch mal nachjustieren, da muss ich noch mal mich bereinigen. Da gibt es noch Glaubenssätze, die sind dem offensichtlich nicht dienlich, also darf ich sie auch verändern und neu denken, neue Perspektiven einnehmen. Und das ist genau der Punkt. Und das führt uns dann nachher zu unserem Ziel. Das heißt nicht, dass der Weg dann keine Holpersteine mehr hat, aber es ist immer die Frage, was machen wir mit diesen Steinen, die uns in den Weg gelegt werden oder vermeintlich in den Weg gelegt werden. Eigentlich letztendlich sind diese Steine immer nur der Ausdruck dessen, was in uns noch nicht wirklich richtig schön schicki ist. Was haben wir unten an Kartenrand? Den König der Kelche. Sehr schön. Ja, der König der Kelche. Also abgesehen von dieser Karte, aber ich finde das total großartig, weil dieses Kartenblatt hier, diese Energie momentan, die spricht von Potenzial. Die spricht vom Potenzial, zu Erfüllung zu kommen. Wir haben zwar keine 10 Münzen und keine 10 Kelche, aber kurz davor, ne? Aber ein bisschen müssen wir auch was tun dafür und dementsprechend also diese innere Ausrichtung. Und dann, bis wenn der Impuls kommt, im Außen zu handeln, dann machst du das. Und der König der Kelche, das ist der, der auch sein Gefühl im Außen lebt. Der König der Kelche steht ja für die Gefühlswelt, weil die Kelche sind ja die emotionale Seite der Tarotkarten. Und du hast hier wirklich dein Gefühl, dein Herz auf der Zunge. Du sagst, was du fühlst. Du lebst das im Außen, was du wirklich fühlst, ist hier nochmal tatsächlich die Basis, so das, was unterliegt, ne? Also das ist ja das, was dem Ganzen zugrunde liegt, dass du deinen Platz als Herrscher deines Universums einnimmst, deinen Thron einnimmst, als ich Chef in meinem Universum, ne? Und das, was du fühlst, ist hier für mich in diesem Kartendeck jetzt oder in diesem Kartenblatt speziell, ist für mich tatsächlich, dass ich lebe mein Inneres, mein wahres Ich, mein wahres Sein, das, wofür ich hergekommen bin, die Seelenessenz, das ist das, wo es hingeht. Und das geht übers Herz, das geht nur übers Herz. Und aber der König ist natürlich einer, der selbstbestimmt handelt. Das ist einer, der im Außen ganz klar der Bestimmer für sich ist und natürlich zum höchsten Wohle aller handelt, weil er hat ja auch sozusagen Untertanen, ein König. Ne? In diesem Fall reden wir natürlich nicht von Menschen in unserem Umfeld, die unter uns stehen, sondern das ist nur der Ausdruck dafür, dass wir für uns entscheiden, du für dich selbst entscheidest, was in deinem Leben bitte am Ende bei rauskommen sollen, ob du damit dann auch glücklich und zufrieden bist. Also Bestandsaufnahme machen, wo bist du noch nicht ehrlich, wo machst du dir was vor, wo bist du in Situationen drin, die einfach sich falsch anfühlen, die sich richtig falsch anfühlen. Da geht es darum, Klarheit zu bekommen, Entscheidungen zu treffen und dann, um dann auch in die reiche Ernte zu gehen. Das hier hat auch was dann letzten Endes im weitesten Sinne auch mit Entscheidung zu tun, weil du natürlich, also er entscheidet natürlich, aber hier, wenn ich das Potenzial entdecke und wenn ich da ganz viel Feuer, wenn ich ganz viel Leidenschaft entdecke und merke, hey, da geht die Reise für mich doch hin. Dann habe ich mich doch hoffentlich auch dafür entschieden, oder? Also, die Asse stehen auch wieder mal für einen Neubeginn, weil die Idee, der Impuls steht immer vor dem äußeren Handeln, ne? Und hier ist auf jeden Fall das reichhaltige, das Potenzial zu entdecken, um es dann auch im Außen zu leben und schon diese Gefühle haben. Fühl dich schon reich. Im Inneren, fühl dich schon reich im Außen. Spiel mal dieses ganze Szenario durch, was du am Ende denn letzten Endes so für dich empfangen möchtest, an Geschenken des Universums, also sprich an den Rückläufern deiner Gedanken. Nichts anderes ist das ja. So, und der Kollege hier, der ist richtig gut an der Stelle, oder? So, schauen wir mal weiter. Was habe ich denn noch für dich hier? Ich bin jetzt mal gespannt. Ich möchte mich mal hier mit dem Lenormand auch mal wissen, was haben wir denn hier vielleicht noch ein konkretes Thema für den einen oder anderen. Auch hier, das, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, ist übrigens etwas, was allgemeingültig ist, weil die
geistigen Gesetze gelten für uns alle und es gilt immer innen wie außen. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich gar nicht so sehr dieses Ding von, ja, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es nicht. Ich meine, kann natürlich sein, aber tatsächlich sind die geistigen Gesetze immer gültig, immer wirksam und dementsprechend können wir dran glauben oder auch nicht dran glauben, aber sie wirken halt trotzdem, auch wenn wir nicht dran glauben. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, so diese Mechanismen halt tatsächlich zu kennen, damit wir eben auch natürlich unser Leben so leben können, wie wir es gerne möchten. Damit wir das im Außen dann auch so vorfinden. Aber erst müssen wir es innen bereinigen. Und erst müssen wir sozusagen nicht das Glück ist am Ende das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Das heißt, der Weg ist das Glücklichsein. Du musst jetzt schon glücklich sein, damit du es am Ende dann auch, damit sich das am Ende sozusagen am Ziel, obwohl es fragt sich, ob wir jemals am Ziel ankommen, wenn man noch vom Ziel reden kann. Naja, also wenn du in deinem Traumhaus sitzen möchtest, musst du da jetzt schon gedanklich, gefühlsmäßig schon sein. So, das wollte ich eigentlich damit sagen. Also, und das gilt für jeden. Das gilt für uns alle. Da ist keiner hier ausgenommen. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Vögel. Okay, die Vögel, die sprechen natürlich immer von Aufregung. Aufregende Gespräche, aufregende Situationen, Nervosität, Stress, Aufregung, aber auch Geschwätzigkeit und so weiter. Also möglicherweise geht es jetzt auch tatsächlich darum, dass du, wenn du neue Pläne hast, aufpasst, wem du das erzählst. werde dir erstmal selber über das klar, was du wirklich in dir, was da so geklärt werden möchte. Oder es geht auch um Gespräche im Außen, dass du tatsächlich Gespräche führen musst. Führen musst, ist tatsächlich als König natürlich, ne, immer ganz wichtig, dass man die Gesprächsführung hat. Und auch miteinander, aber so, also die Führung im Sinne von, dass du dich klar dass du das klar kommunizierst, was du möchtest. Klar, ehrlich, gerade, authentisch. Aber es kann natürlich sein, dass das tatsächlich das Gespräche im Außen auch so ein bisschen zu Stress und Nervosität führen. Oder du hast ein Gespräch vor dir, was jetzt schon zu Nervosität und Stress führt. Das kann natürlich möglich sein. So, auf jeden Fall ist die Aufregung hier im Außen. Also die Vögel sprechen für eine Aufregung eigentlich im Außen. Und da heißt es dann Ruhe bewahren, entspannt sein und schön bei sich selbst bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es so schön. Und das gilt natürlich auch jetzt für diese Situation. So, ich möchte bitte noch eine Karte haben. Also es kann aber auch grundsätzlich sein, dass es gar nicht um Gespräche geht, sondern einfach nur um eine aufregende Situation, wo du schon ein bisschen, wo du dich ein bisschen gestresst und gestresst fühlst und nervös vor bist und so weiter. Ja, das kann natürlich sein, wenn man plötzlich Entscheidungen trifft, die entgegen des bisherigen Verlaufs sind. Da kann man natürlich schon mal ein bisschen nervös sein. Aber wenn du dein Ziel im Auge behältst, wenn du das im Auge behältst, was du in Wahrheit leben möchtest, deine eigene Wahrheit leben möchtest, dann gibt auch der Verstand mal ein bisschen Ruhe, beziehungsweise dann lass ihn nicht so laut quatschen oder lass ihn quatschen, aber pack ihn beiseite. So, eine Karte. Ach ja, guck mal, die obere wird gleich. Die Sterne, gucke mal eine an. Also da geht es um Wunscherfüllung, um Hoffnung, um Klarheit, weil Sterne siehst du nur, wenn du klar bist. Es ist eine spirituelle Karte auch. Also das bedeutet hier im Lenormand auch, dass es darum geht, es geht um deine wahren Wünsche. Es geht um, es geht um wirklich um spirituelle Erfüllung, wenn ich davon reden kann. Ist nicht ganz so richtig der Ausdruck gerade, aber es geht letztendlich darum, dass du dich auf das besinnst, was du in Wahrheit bist, nämlich ein geistseelisches Wesen in diesem, und verkörperst jetzt halt oder hast in diesem Leben, jetzt in dieser Inkarnation halt dieses Körperkleid sozusagen, aber du bist letztendlich ein spirituelles Wesen, ein geistiges Wesen und da ist es ganz wichtig, es passiert ja alles über den Geist. Alles ist ja letztendlich geistig und Bewusstsein. Und ja. Aber Wunscherfüllung kannst du schön im Kopf behalten, also im Hinterstübchen behalten. Es geht um Wunscherfüllung, es geht um die wahre Erfüllung oder um die Erfüllung deiner wahren Wünsche. Ich verdrehe heute immer die Worte, merke ich schon. Aber es ist auch momentan eine etwas verdrehte Welt. Das kann man auch mal so sehen. Warte mal, ich gehe mal mit der Kamera ein kleines bisschen hier so. Dann kannst du die Kamera besser sehen, glaube ich. So, Dalle.
Okay, dann möchte ich jetzt ganz gerne noch mal, was möchte ich denn jetzt noch ganz gerne? Jetzt möchte ich ganz gerne noch mal von den Heilsteinkarten eine Karte haben. Auf was es noch mal jetzt besonders zu achten gilt. Was gilt es jetzt besonders zu achten? Was haben wir denn hier? Oh, den Pyrit, wie schön. Let the money flow in. Ja, lass mal die Kohle reinkommen. Lass das Geld reinkommen. Öffne dich für den Reichtum. Öffne dich für den Reichtum, der zu dir möchte. Die Geschenke des Universums stehen schon quasi vor der Tür. Und du solltest vielleicht nicht mehr mit dem Rücken von innen dagegen stehen, sondern einfach. Nein, also das ist eine Karte, die sagt. Öffne dich einfach dem Wohlstand auch, ne? Also dem, es steht vor der Tür. Und wenn ich mir dieses Kartenbild jetzt hier so anschaue, dann passt das auch total, weil man, ich schiebe die Karte hier nochmal ein bisschen nach oben. Dann passt das noch ein bisschen besser. Aber es, ja, wie gesagt, wahrer Wohlstand. Auch der heißt natürlich auch durchaus äußere Versorgung ist gesichert. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns im Innen einfach dann wohlfühlen und genährt fühlen und umsorgt fühlen und ja, auf unserem Thron hocken und es uns gut gehen lassen. Das geht natürlich auch nur, wenn auch das im Außen sich da zeigt. Aber das tut es dann automatisch. Das bleibt einfach nicht aus. So, was möchte ich jetzt? Jetzt möchte ich noch eine Karte haben hier im Einklang mit dem Universum. Das ist dann aber auch die letzte Karte. Mal schauen, was wir hier noch von Herrn Tepperwein mitbekommen. Für heute Mittwoch, den 8. Obwohl es eigentlich echt eine allgemeine Geschichte ist hier. Also das, ich glaube, die Legung kannst du dir in 2 Monaten auch anschauen. So, was haben wir hier? Disziplin. Siehst du wohl, Gedankendisziplin fällt mir dazu aus ein. Also, das Gesetz der Disziplin besagt, wer sich nicht gehen lässt und seine Zeit nicht vertrödelt, wird vom Leben reich belohnt. Ohne Disziplin kannst du deiner Lebensaufgabe nicht gerecht werden. Dein wahres spirituelles Dasein will erforscht und ergründet werden. Ich optimiere meinen Lebensrhythmus, indem ich mir eine Liste erstelle, wo es mehr Struktur und Einsatz braucht, aber nicht nur in irdischen Belangen, sondern auch in seelischen Gefilden, schaue ich nach, wo Handlungsbedarf nötig ist und beginne mit der Umsetzung. In seelischen Gefilden nachschauen, wo Handlungsbedarf ist, heißt nichts anderes als Gedankenkontrolle und Gedankenhygiene. Wir müssen immer erst im Innen sozusagen unsere Gedanken, das ist ja auch eine Form von Energie und die gilt es darum wirklich zu bereinigen. Was denke ich dann den ganzen Tag in mir? Ist das positiv? Ist das negativ? Wenn es negativ ist, darf es mir bewusst sein, dass jede negative Gedanke tatsächlich und jede Emotion dazu, die das ausgelöst hat, dieser Gedanke, dass das unser System schwächt. Ist einfach so. Wenn du etwas, deswegen ist es so wichtig, hier mit den 7 Schwertern, die Authentizität, weil alles, was nicht authentisch ist, ist in der Schwingungsfrequenz nicht mit deinem wahren Sein in Übereinstimmung und nicht in Harmonie. Es ist eine Disharmonie und die muss sich zwangsläufig immer auch irgendwie auswirken, auf welche Art auch immer. Also ist es wichtig, dass wir uns eine Disziplin angewöhnen, dass wir unsere Gedanken reinigen von Negativität und auch nicht mehr schlecht über andere denken zum Beispiel, dass wir ganz bei uns bleiben und uns auf uns selbst fokussieren. Und wenn wir merken, okay, der andere, der hat halt da jetzt gerade mal irgendwas gesagt oder irgendwas getan, was uns nicht gefällt, dann dürfen wir bei uns auch überprüfen, warum triggert mich das? Was ist denn bei mir der Punkt, warum mich das nervt, ärgert, stört oder was auch immer tut? Weil da ist ja in mir eine Frequenz, eine Schwingung, die der mir ja nicht eingepflanzt hat, sondern die ja schon vorher da war. Und die ist jetzt in dem Moment getriggert worden, dass ich sie fühlen kann. Und dann hat es immer mit einem selbst zu tun. Und dann mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, heißt immer, ein Finger zeigt auf den anderen, 3 auf mich selbst. Also du musst immer bei dir selbst gucken. Also jeder, ich natürlich auch. Und das heißt dann eben, wer da diszipliniert dran bleibt, und das musst du wirklich dann echt 24 Stunden sozusagen am Tag, den Rest deines Lebens, dann ändert sich ganz, ganz viel. Und irgendwann ist es automatisch so, dass du gar nicht mehr so negativ denkst. Und weil du dich einfach in eine andere Schwingung, ja, wie soll ich sagen, konditionierst. Ne? Selbstkonditioniert. Selbstkonditionierung.
Genau. Also ohne Disziplin kannst du deiner Lebensaufgabe nicht gerecht werden. Das stimmt. Dein wahres spirituelles Dasein will erforscht und ergründet werden. Und das heißt eben auch, ja, weg von diesem sinnlosen Aktionismus im Außen, dass man da immer das Gefühl hat, man muss was tun, 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 tun. Das wahre Tun spielt sich zuerst in deinem Kopf, in deinen Gedanken, mit deinen Überzeugungen ab. Und das ist so eine Basisnummer, wie die geistigen Sätze nun mal laufen, die wir unbedingt verstehen müssen mittlerweile, weil die Zeitqualität es erfordert. Also wer jetzt echt an diesen alten Dingen immer noch festhält, und glaubt, ja, ich muss das tun, weil ansonsten habe ich im Außen einen leeren Kühlschrank oder kann die Miete nicht mehr zahlen, der hat da was noch nicht so richtig verstanden. Das ist einfach so. Und das tut dann irgendwann weh, weil wir müssen diese Dinge jetzt langsam aber sicher loslassen. Zumindest, wenn du hinterher ein schönes, glückliches Leben haben möchtest. So in der Konsequenz. Ja. So, und ich höre jetzt auf. Das war es jetzt erstmal für heute, für Mittwoch, 8. Februar. Ich hoffe, ja, du konntest hier was mitnehmen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und gerne liken, kommentieren, Kanal abonnieren natürlich. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe, alles Gute. Mach dir eine schöne Zeit und tu dir Gutes.